Gegen den FC Ismaningen sollte nach 4 Spielen ohne Sieg wieder ein Dreier her für die Amateure des FC Bayern. Wie schon gegen Bamberg und Illertissen ist Emre Can im Mittelfeld der Roten mit von der Partie. Die erste Annäherung ans gegnerische Tor gehört aber den Gästen Leo Zingerle im Tor der Bayern ohne Probleme. Auch die Gastgeber werden offensiv aktiver. Can schickt Marius Dunke, der muss aber im Sprint abreißen lassen. Und kurz darauf hat der 19-Jährige bereits unfreiwillig Feierabend. Der Muskel macht zu, Tobias Schweinsteiger von nun an im Sturm unterwegs. Doch wieder sind es die Ismaninger, die vor dem Tor des FCB auftauchen. Uli Fries prüft Zingerle erneut. Im Nachfassen begräbt der Keeper die Kugel unter sich. Frank Schmöllers Mannschaft hält bis kurz vor der Pause prächtig dagegen, lässt dann aber Schweinsteiger im entscheidenden Moment unbewacht. Der umkurvt Torwart Andi Rössl ohne Mühe und schiebt locker ein zum 1:0. Dritter Saisontreffer für den 30-Jährigen. Die Freude beim Schützen hält sich dennoch in Grenzen. Der Bankdrücker lässt es beim Jubeln eher ruhig angehen. Mehmet Scholl kann zur Pause zufrieden sein mit dem Ergebnis seines Teams. Sportdirektor Matthias Sammer auf der Tribüne wird sicher ähnlich sehen. Zurück aus der Kabine wird Can von seinem Trainer noch einmal eingehend auf seine Aufgaben hingewiesen. Die Punkte sollen schließlich im Sportpark bleiben. Und die Platzherren starten munter in den zweiten Durchgang. Schweinsteiger ist auf und davon und dann zu uneigennützig. Højbjerg in der Mitte nicht schnell genug für den ambitionierten Pass des Routiniers. Auf der anderen Seite dringt Häfele in den 16er ein und fällt. Ein Pfiff, doch Referee Zacher gibt nur Freistoß. Franz Hübel kann es kaum fassen. Da, Schiri, da war das Foul. In der Zeitlupe wird es deutlicher. Strieder trifft den rechten Fuß des Ismaningers wohl außerhalb des Strafraums. Dann die Bayern erneut im Glück. Puck springt der Ball an die Hand. Der Pfiff bleibt aus. Die Gäste sind der Verzweiflung sichtlich nahe, stecken aber nicht auf. Nägele flankt, Zingerle packt zu vor dem heranfliegenden Florian Wolf. Scholls Team nur noch selten mit Entlastung. Über Konter soll die Entscheidung fallen. Wie in dieser Situation sind die kleinen Bayern aber zu inkonsequent. Und haben dann erneut Verletzungspech. Auch bei Schweinsteiger zwickt's im Oberschenkel. Basti Fischer kommt für die Schlussminuten. Und auch dieser Joker sollte stechen. Chef setzt den eingewechselten mustergültig in Szene. Der lässt sich nicht zweimal bitten. 89. Minute, der Kas ist bissen. 2:0, die Bayern haben endlich wieder einen Dreier am Haken. Schmöll an der Seitenlinie, logischerweise bedient. Ismaning wartet nun seit 5 Spielen auf einen Sieg. Ja, im Endeffekt, das sind halt so Kleinigkeiten in so einem Spiel. Wir kriegen unglücklich das Tor durch einen einfachen Fehler. Und dann, ja gut, und dann haben wir eigentlich vielleicht den Elfmeter, ich weiß nicht, ob es einer war oder das Handspiel. Und dann haben wir eigentlich Druck gemacht, aber nicht zwingend genug. Ja. Wir waren ein paar Mal im 16er drinnen, aber es ist nichts dabei rausgekommen. Und dann kriegen wir kurz davor Schluss dann noch 2:0. Schade, ja. Nach 4 Spielen ohne Erfolg haben die beiden Amateure hingegen wieder Grund zum Feiern. Ich glaube halt die letzten 3 Spiele oder die letzten jetzt 2 Spiele, wo ich auch gespielt habe, waren unglücklich, waren immer spielerisch überlegen. Ich glaube die gegnerische Mannschaft hat jetzt nur durch Standards Tore gemacht und ja, das müssen wir noch lernen, wir sind noch eine junge Mannschaft.